Kennst du den YouTuber Sef? Ja, ha. Guckst du den gerne? Nee. Ob ich Bock hab, jetzt ein Video zu drehen? Nee, Digi. Werd ich trotzdem eins machen? Ja. Und damit Hallöchen und herzlich willkommen, liebe Leute, zu einem neuen... Gestern, Freunde, war ich mal wieder extrem happy zu sehen, wie sehr ihr euch doch über den Upload gefreut habt. Weniger regelmäßige Zuschauer sehen sich dieses Video an. Nee, einfach wow. Einfach nur Dankeschön. Weißt du was, Resident Evil 8? Lass es. Sorry, Sef. War mega busy mit Hausaufgaben. Schnell in Start. Jetzt geht's los. Lass es. Nee. Sorry, Leute. Bin mega busy mit Nicht-FNAF. Experten sind sich Gott sei Dank einig, dass ein gesundes Creator-Viewer-Verhältnis einzig und allein auf Basis von Erpressung funktioniert. Also, ihr presst und ich... sondere Sachen ab. Ja. Also weiter geht's mit Fratzenbärs Unterhaltung. Ein Spaß für Jung und Jung. Im Fernsehen läuft mal wieder nur Erbrochenes. Also müssen wir verkleidet als Honigtopf durch Winnie Poohs Flure strolchen. Oder worum ging's hier nochmal? Leute, ich will auch meinen Honig, ja? Wie können wir das anstellen? Wie können wir organisieren, dass ich auch was von diesem Spektakel habe? Oh, wenn mir doch bloß was einfallen würde. Nacht 5, meine Freunde. Ja, die Scares, die stecken mir immer noch in den Knochen. Das war die letzte Nacht noch. Wo zum Heck bin ich? Au, hi, grüß dich. Verpiss dich, du. Warum erwarte ich eigentlich immer wieder einen herzlichen Empfang? Ich weiß es auch nicht. Ich geh erstmal richtig fresh austreten. Verschlossen, na dann. Mädels, sorry, ich will nicht stören. Was zum... Was? Ach, na klar, das Klopasswort. Warum auch eigentlich nicht? Ist eine gute Idee. Wait. Das sieht, ich weiß nicht. Ich muss etwas finden, was mir dabei hilft, den Vent zu besteigen. Wie einst deinem... Etwas finden? Jo. Also, ich meine, der kann das, was er so kognitiv erfasst, halt schon irgendwie einordnen. Er weiß, Vent hoch. Ich nicht ganz so hoch. Aber dass er dann auf den Punkt Leiter kommt... Nee, jetzt ist ja auch irgendwer noch so ein Schludrian. Frech. Smilebär. Smilebär wird im Gebäude herumlaufen und nach dir Ausschau halten. Lass ihn dich nicht sehen. Ich hasse Smilebär. Entschuldigung, besetzt? Sehen oder nicht sehen? Das ist hier die Question. Im Supermarkt gibt's ganz viel Leitern und... noch viel mehr. Perfekt, Leute! Ein klasse Spiel! Warum machst du denn da überhaupt Bretter hin? Das ist so doof! Muss ich hier irgendwas finden, Alter? Die wollen mich auf den Arm nehmen hier mit ihrem komischen Zug. Was ist das? Warum bin ich hier Scheckrock? Mann! In ganz normales Grundverhalten auf jeden Fall. Cool, das Office auf jeden Fall. Tausende Nachtwächter sind hier schon zugrunde gegangen. You need to find the key, ja? Yeah? Frech. Oh, picked up the map. Wait, what? Nö. Cool, danke dir, Digga. Aber jetzt wird das Game richtig easy, hab ich recht? Nö. Seffi need to find the key, find the key, find the key. Frank Fredbear need to find the Seff. So we all need to find something. Oh! Nee, jetzt nicht ihr schiefe Birne wieder. Oh nein, nicht das. Nein. Töte mich! Töte mich! Bitte, bring mich mal kurz um. Dankeschön. Erlöse mich von meiner akuten Nackenstarre. Also, ich brauche einen Schlüssel für den Aktenschrank da. Ich muss Smilebär aus dem Wege gehen. Das Problem ist, der ist wahrscheinlich genau dort, wo ich hin muss. Richtig? Richtig. Oh no, der kommt! Ich glaube, der geht dahinter. Kann ich mich hinter ihm langschleichen? Er darf mich ja bloß nicht sehen, richtig? Was ist mit den Türen hier los? Dreh dich nicht um! Nee, du sollst dich doch nicht umdrehen! Du Frechdachs! Renn! In rasender Geschwindigkeit bin ich ihm davon gebraust, Alter! Der hat bloß durch den Staub aufwirbeln sehen! Nach 5 Loch im Strümpf! Wait. Steht er am Bad? Das ist meine Chance! Ui! Ich hab's geschafft, Alter! Alright. Mo! Hier können wir bestimmt irgendetwas Sinnvolles finden. Wie zum Beispiel den Notausgang. Und die Gewissheit, dass diese Tür da genau zu dem Flur mit Smilebär führt. Interessant.
Kannst du jetzt bitte weggehen? Der steht da immer, der weiß genau, wo ich bin, Alter. Ist mit ihm hier eigentlich irgendwas? You found the Easter Egg from Welcome to Sparky's. Ah, cool. War ja auch nicht zu übersehen. Ist der jetzt wieder stuck? Oh, bitte nicht. Nee! Ich kann nicht rennen, Alter! Ach, komm, du mich auch. Ich geh jetzt hier gleich rein. Da kann ich mal am Ohrläppchen schlabbern, der Typ. Okay, habe ich hier irgendwie was zu suchen? Oder, also, zu suchen nicht, aber vielleicht zu finden. Oh, einen güldenen Key. Nice, jetzt klaue ich sein Fahrrad. Es kommt. Ich glaube, der dreht da die kleine Runde. Yes. You need to find the key. What? Was habe ich denn jetzt aufgenommen? Oh, die Schlüssel für den Aktenschrank. True story. Gut, ich gehe ihm einfach hinterher. Ah, ist keine Mädchen. Ja, keine Verguckchen. Oh, wenn er da jetzt in der Tür feststuckt. Warte mal, ich kann ja auch hier raus. Was mache ich es mir denn eigentlich so schwer? Hier im Aktenschrank, right? Nicht hier irgendwas? Oh, das war der Key. Da ist drinnen gar nicht mal so viel. Parts and Service Key. Also muss ich wieder zurück zu dem Raum gerade oder was? Da ist mit Sicherheit die Leiter drinne. Oh, nee. Ich hoffe, der kommt jetzt hier nicht... Boah, ich hab so ein Schwein, Mann. Yes. Grüß dich. Na, wurdest du auch ausgesondert? Warst du auch einst ein cooler YouTuber? Boah, wo ist denn jetzt hier die Leiter? Ich hab mich umgesehen. Ich kann echt keine finden, Leute. Bitte komm jetzt nicht hierher. Das zeigt mir zum Glück an, wo ich die hinplatzieren muss. Also ich meine, die drei Räume, da ist es ganz schwer, die Übersicht zu behalten. Der steht direkt vor der Tür, right? Ich kann jetzt hier nur langsam latschen. What? Oh, nee. Okay, wo geht er lang? Hier rum, glaube ich. Müsste eigentlich mit dem Rücken zu... Oh, ich weiß nicht, ob ich mich das trauen soll. Ich schätze mal, er geht weiter. Das Ding ist, wenn der an der Wand steht, dreht er sich gleich wieder um. Das haben wir schon mal erlebt. Ui! Nee! What? Yo, Alter, ich ein Lack. Ich glaube, der ist da rein entschwunden. Ui! Wo ist der? Ah! Oh mein Gott! Okay, ich gehe hier rum. Ja, Umleitung, Baustelle, schon verstanden, die ganze Problematik. Aber wenn ich jetzt hier sein Licht sehe, dann gehe ich rum. Ja, ich kann es wahrnehmen. Pff, der könnte mir so viele Fallen stellen, Alter. Diese Lokalität ist so winzig. Zum Glück verspürt er nicht starken Harndrang, sonst hätte ich irgendwie ein Problem. So, na, let's go hier. Need to fight. Du wirst ja wohl nicht. Du machst das schon. In Ordnung. Verzeihung. Gut. Herzlich willkommen im Schach der großen Freude. Der heißt so, bis man ihn betritt. Danach heißt er bloß noch der Schach der Langeweile. Aus dem Weg, hier kommt der Durchlüftungsexpress. Ich fange an, gar nicht mehr so ausgiebig für den Bär smilen zu wollen. Ach, du Schlingel. My Bear will check through the vendors. Be careful. Ja, jetzt komm schon. Lol. Ein ganz großes Kino ist das. Und jetzt weiß er natürlich nicht mehr, wo ich bin. Nee, es ist natürlich klar. Ach, guck mal, Alter. Er geht die Vents, aber er hat tatsächlich ein Gehirn. Meine Güte. Es wäre übrigens mega geil, wenn er mich rausziehen würde da durch die... Na. Kann ich dem kleine Brotstückchen hinwerfen oder sowas? Ja, was Smilebear, du sagst, Alter. So wirst du mich nie aufhalten. Ich muss wahrscheinlich hier durch, weil... I mean... Sonst hätte er da nicht gewacht, ne? Der ist irgendwie größer hier. Wait. Ha, der guckt nur in den Kleinen, ist klar. No front, Seth. So, hier jetzt wieder, right? Ja. Oh mein Gott, man kann das sehen. Welche aufgehen und welche nicht. Lol. Amazing Gameplay. Ich muss sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht hier von dieser Nacht. So, ich glaube, hier geht's weiter. Bin mir natürlich nicht sicher. Das sieht aus wie irgendein Ausgang. Warte mal, hier kann ich noch sterben. Oh, never mind. Eine Cutscene. Was, das alles noch nicht mehr doch gefressen? Hallo? Wir hätten das vor 10 Minuten schon erledigen können. Oh nein.
Ah, der stopft mich jetzt da rein, ne? Oh, der hat da mal was vorbereitet, Alter. Neil, unser großer Animatronic-Künstler. Er nimmt ganz alltägliche Teddybären und macht aus ihnen einen Art Attack Zev Animatronic. Man kennt ihn. Fazbear Entertainment in Chapter 1. Die anfängliche Begeisterung, die ist dann ein wenig geschwunden. Einerseits lag das an den Bugs. Gut, die sind nicht schlimm. Aber ich habe so das Gefühl, das letzte Level war jetzt so ein bisschen gerusht irgendwie. Also nach 2, 3, das hat mir alles noch sehr gut gefallen. Und dann halt 4 mit den Code suchen. Und jetzt die 5. Nacht, das war halt ein bisschen... Ach, hätte man auch was anderes machen können. Keine Ahnung. Ich hätte zwischendurch dann das Kamera-Gameplay halt in einer anderen Location dann auch wieder irgendwie gefeiert als Abwechslung. Aber so... Halt, hol eine Leiter, krabbel durch, lass sie nicht von unten an den Bullimann klatschen. Ja, aber es ist nicht so schlimm. Ich mag auf jeden Fall die Mühe, dass der Anspruch war, ey, wir fokussieren uns einfach im FNAF-Gameplay-Universum auf Abwechslung irgendwie in jedem Level, versuchen eine Geschichte zu erzählen. Ich bin gespannt, was uns dann in Chapter 2 erwartet. Ich möchte das gerne spielen und wir haben hier noch Extras. Das ist immer nice. Ein Stern dafür, dass wir es komplett durchgespielt haben. Was haben wir denn hier? Oh, halt so Animatronics... Die Models und so, aber das ist jetzt halt, ja, whatever, irgendwie behind the scenes. Ah, direkt aus dem Headquarters hier vom Level-Design. Okay, nice, scrapped content. Fazbear Entertainment sollte eigentlich einfach nur ein TNAF-Remake sein, aber hat sich entschieden, irgendwie in eine andere Richtung zu gehen. Das gefällt mir gut, dass es in eine andere Richtung geht. Okay. Es wird eigentlich eine Szene geben, die zeigt, dass der Player gespringlockt wird, aber prinzipiell sagt er, sie haben es nicht hingekriegt oder so. Das verstehe ich aber auch. Animationen sind halt hart. Unfinished Night 2 Map. Oh, da gab es eigentlich ein anderes Konzept. Das war im Keller, ne? Eigentlich sollte ich in einer Underground-Pizzeria sein, aber okay, der wollte vielleicht irgendwie was anderes damit reinbringen. Verstehe. Scrap Night 5 Map. Es gab jetzt für Night 2 und Night 5 eigentlich eine andere Idee ursprünglich. Ich guck mal rein. Haben wir da jetzt irgendwie Animatronics? Oh, sogar eine Cutscene. Das finde ich cool. Dann sind die Mühen nicht umsonst reingesteckt, you know? Das ist ein unused Map, ja, ist klar. Sondern man verwurstet das noch und gibt dem Player halt extra Content. Das ist cool. Ich appreciate das. Ah. Hier sollte Nacht 2 stattfinden. Ja, und dann hat man die Idee gehabt, okay, ich gehe in den Keller, irgendwie den Strom wieder anstellen und bin da mit den 3 Animatronics. Nö, das... Finde ich so eigentlich besser als jetzt hier, weil die anderen Nächte, das zeigt prinzipiell halt auch so oder so eine ähnliche Location hier. In Ordnung. Liebe Leute, Dankeschön fürs Zuschauen. Das war's mit diesem Game. Hat mir an sich gefallen. Wie gesagt, zum Ende hin ein bisschen abgebaut. Aber jo, wir freuen uns auf Chapter 2. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und bis dann, haut rein. Ciao. Ja.